So, und da bin ich wieder. Sorry, ich weiß, ich habe heute vielleicht ein bisschen zu viel Energy gezogen. Das ist jetzt, glaube ich, schon die vierte Dose heute. Weswegen ich so oft aufs Klo muss. Es tut mir wirklich leid. Kann sein, dass ich heute öfters mal Unterbrechungen mache. Öfter als sonst. Aber ich versuche durchzuhalten. Habe ich nicht irgendwas übersehen? Hier? Ne, hier. Ein Dokument kommt noch. Warte. Wir haben ein Relikt übersehen. Kann ich nochmal zurück? Und das Relikt holen? Denn ich würde schon gern alles mitnehmen. Also, wo war denn das? Da. Also noch ein bisschen weiter zurück. Hier. Hier haben wir es übersehen. Eine Peisse. Diente als eine Art Ausweis. Wer sie besaß, konnte im Namen des Mongolischen Reichs sprechen. Hier steht: Bei der Macht des ewigen Himmels ergeht dieser Befehl des Reichs. Wer keinen Respekt zollt, macht sich eines Vergehens schuldig. So. Die Richtung, Lara, die. Haben wir noch was Neues gelernt? Nein. Okay, schade. Okay, dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier in dem Bereich jetzt erstmal alles. Hoffe ich doch. Ich will immer sicher gehen, dass ich nichts vergessen habe, übersehen habe oder so. Möglichst alles mitnehmen. Kommen wir da noch hin oder kommen wir von da? Ne, da kommen wir gleich noch hin wahrscheinlich. Sieht auf jeden Fall danach aus. Münzen. Okay, ein Dokument kommt da vorne gleich noch. Natürlich dürfen wir wieder schwimmen. Tauch auf! Okay, Dokument ist hier. Mitnehmen. Der Verrückte macht weiter. Ich weiß nicht, was ihn antreibt. Wir durchqueren die eisigen Berge am Rande der Welt. Seine Leute sterben. Jeden Tag komme ich an Gräbern oder Leichen am Wegesrand vorbei. Ich bin dünn und hart geworden, aber ich bin jetzt nah dran. Mein Pferd ist tot. Die Stute, die mich seit den Feldzügen gegen die Bulgaren begleitet hat. Ich habe sie geschlachtet und trage ihr Fleisch auf dem Rücken. Aber ich bin ganz nah dran. Ich höre sie singen hinter dem Kamm. Ein fröhlicher Ton im Wind. Der Prophet ist in einer Woche tot. Und ich werde im Triumph zum Trinity-Orden zurückkehren.
Nur noch ein Tag, dann habe ich ihn. So. Sprachkenntnis erhöht. Kann jetzt Russisch der Stufe 1 übersetzen. Ah, nice. Gibt's hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Nö. Sowjetanlage. Ah, und hier haben wir schon die nächste Lagerplatz. Ich bin nicht dein Feind. Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Was passiert denn da unten? Und weg ist sie. Es leben Leute hier draußen. Sie scheinen schon sehr lange hier zu sein. Sie sind seit Jahrzehnten völlig isoliert. Vielleicht sogar seit Jahrhunderten. An ihrer Kleidung habe ich kleine Verzierungen bemerkt, die zum Byzantinischen Reich passen. Könnten es vielleicht Nachfahren der Anhänger des Propheten sein? Was wissen sie über die verlorene Stadt und die göttliche Quelle? Trinity wird alles tun, um das herauszufinden. Wer immer sie sind, ich fürchte, sie sind in großer Gefahr. Hoffen wir, dass das alte Sprichwort vom Feind meines Feindes zutrifft. Ich gucke mal, ob wir hier irgendwas noch machen können. Schade. So. Regionsübersicht. 0 von 3 Gräber abgeschlossen. Ah, ich wollte lesen. Okay, jetzt sind wir in einem größeren Gebiet wieder. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Da. Elsterblick ist wieder am Start. Okay, jetzt wieder ins Lager. Jetzt haben wir einen Fähigkeitenpunkt. So, ja, wir machen mal hier eins. Schnellere Herstellung von Wurfobjekten und Munition im Lauf. Listenreicher Kämpfer. Feinde, die durch hergestellte Objekte... Nee. Obwohl... Ich würde das hier machen. Seil rutschen. Kommen wir denn hier wieder hoch? Im Fall der Fälle? Da ist wieder was. Keine Ahnung, wie ich hier auch wieder hochkomme, aber das ist jetzt ein größeres Gebiet, das heißt, hier können wir ein bisschen mehr erkunden, um aus Holz und Federn Pfeile herzustellen. Ich kann nichts für ihn tun. Aber hier haben wir was. Alle Einheit. Der erste Tag in Sibirien und es passiert. 2 Jahre in Afghanistan, 1 in Indonesien und nichts.
Aber ein Tag hier im Eis und zack, ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt. Der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch. Und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. Infos. Konstantin ist vom Gefängnis hierher unterwegs. Vom Gefängnis? Wir müssen alles in Ordnung bringen, bevor er ankommt. Hey, hört mich jemand? Oh, wir müssen den Funk wieder in Gang kriegen. So. Mit Objekten ablenken. So, die drei Sachen habe ich schon mal. Achso, jetzt stehe ich ganz normal. Oh, ne, jetzt nicht mehr. Männer mit einer Axt an. Keine Ahnung, wie die einen davon lebend kriegen konnten. Wer zur Hölle sind diese Leute? Laut Erstaufklärung sollte ein altes Dorf in den Bergen sein. Haben dort bloß Bauern erwartet. Hast du das gehört? Das sehe ich mir an. Da ist irgendwas. So. So gehört sie da. Hier ist aber irgendwo noch jemand. Vielleicht sogar auch Wölfe in der Nähe. Ne, doch nicht. Sie ist nicht mehr gebückt unterwegs. Okay. Kriechen und zwischen Trau verstecken. Der Überlebensinstinkt zeigt Feinde mit Sichtkontakt rot an und Feinde ohne Sichtkontakt gelb. Das haben wir soweit schon verstanden. Konstantin erwartet mehr von uns. Jemand muss für diesen Fehler bezahlen. Die Munition hat Priorität. Sie muss getrennt bleiben von der Nation. Ich glaube, wir sollten sie in Reichweite haben. Yes, Sir. Kommt da eine wieder hier hin? Rationen sind bei der Explosion verbrannt. Das hier ist ein Fehlschlag. Jetzt wären alle gelb. Wir sollten Fallen rund ums Gebiet legen. Hiermit kann ich für ein paar Überraschungen sorgen. So, wenn der jetzt hier ist. Ja, nice. Gibt's hier noch mehr? So, ihn auch noch mal? So, den einen, den wir hören, also die Schüsse sind oben.
bemerkt, als sie drin waren. Sie kannten sich hier aus. Scheiße. Das sollte ein Routineeinsatz sein. Der Weg ist nie leicht. Aber Trinity erwartet trotzdem, dass wir ihn gehen. So, jetzt. Lautlos. Alle lautlos erledigt. Nice. So, das machen wir auch nochmal auf. So, 2 von 4 Teile gefunden. Die halbautomatische Schrotflinte. Was haben wir hier? Ein altes sowjetisches Schild. Lenin lebte. Lenin lebt. Lenin wird ewig leben. So, das nehmen wir auch nochmal mit. Ich weiß, ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest. Aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn. Sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage, mitten im Nichts. Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft. Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Ja, Trinity wird halt irgendwie als das Böse hier dargestellt. Obwohl mich auch interessieren würde, wie die Story mal aus der anderen Perspektive aussehen würde. So. Was passiert, wenn ich das dagegen werfe? Okay, nichts. So. Gibt's hier noch mehr Loot? Nö, okay. Ich glaube, hier haben wir nichts mehr. Dann gehen wir mal weiter. Ja, aber wenn möglich, ich würde auch gerne versuchen, hier alles lautlos zu machen. So. Nein. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Vor allem keine Sterbeanimation. Und das hat niemand gehört. So laut, wie das war. Die Rote Armee kommt hierher.
Ich verfolge sie schon seit Wochen. Ich habe zugesehen, wie Hunderte von ihnen Eisenstreben auf dem Eis verlegen. Viele sind gestorben und ihre Körper hat man einfach in der Tundra zurückgelassen. Kein Übergangsritual, weder Begräbnis noch Einäscherung. Diese neuen Invasoren sind grausame, gottlose Männer. Sind sie auf die wertvollen Metalle des Berges aus? Oder werden sie wie all die anderen von der göttlichen Quelle angezogen? Mein Volk muss sich wieder für den Krieg rüsten. Immer Krieg. So. Wo muss ich lang? Na, jetzt ernsthaft, wo muss ich lang? Durch die Tür? Ich frage mich gerade wirklich, wo ich lang muss. Okay. Mir blieb keine andere Wahl. Ich glaube, ich musste wirklich da durchschießen. Agios Soteos. Agios Prophetes. Agios Satanatros. Eleisonimas. Sie haben ihn gefangen. Oh nein. Nein, nein, nein. Muss ich hier durch? Ah, okay. Fehlende Ausrüstung, also dadurch. Oder ich bekomme hier jetzt die Ausrüstung, die ich brauche. Waffen wechseln. Okay. Da oben? Wie sieht's aus? Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Wenn nicht, wechseln wir das Wort zusammen, bis wir ein neues Fenster haben. Keine Ahnung, ob wir noch irgendwelche Teile finden. Der schon wieder. Ne? Du hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Bist du nicht. Nein. Wie könnte das jemand... Unser Ziel ist fast erreicht, aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Ist zumindest einer weniger, den wir erledigen müssen. Was machen wir mit ihm? Keiner fasst ihn an.
Treibstoff leck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. Okay, dann schließen wir es. Wir dürfen nach dem Angriff nicht noch mehr verlieren. Ich weiß ja nicht, ob der uns sehen wird. Gleich. Halte das da mal fest. Ich brauche mehr Hebelwirkung. Verdammt. Die Kupplung ist hin. Kannst du mir mal helfen? Es gibt... Kann ich den da wegpacken? Ich hoffe, die sehen ihn jetzt nicht gleich. Mist. Ich weiß nicht, ob ich das Leck schieße. Niemand spielt der nächste. Ich schau mal nach. Pass auf dich auf. Okay, die sind jetzt in Alarmbereitschaft. Lautloser Kill. Sind die beiden auch in Bereitschaft? Perfekt Munition. Ich habe da eine Idee. Das ist jetzt nichts, was brennen könnte. Haben wir hier aber irgendwas, was... Ja, hier. Woher wissen die jetzt, dass ich hier bin? Also, dass ich direkt hier oben bin. Woher wollen die das wissen? So, den haben wir in die Luft gejagt. Hier ist aber irgendwo noch einer. Ne, der ist auch in die Luft gegangen. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte ihn. Weg damit. Hier liegt der andere. Den nehmen wir mit. So. Das können wir nicht aufmachen. Dann hier durch. Und noch ein Lagerfeuer. Perfekt. Okay, ein Wandgemälde haben wir übersehen. Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Russisch Stufe 2, perfekt. Was ist die Maximalstufe hier für die Sprachen? So.
Konstantin ist hier. Der Mann, der mich in Syrien töten wollte. Er ist brutal, gefährlich. Aber schlimmer ist der fehlgeleitete Glaube, dem er sich hingibt. Anscheinend gerate ich immer mit religiösen Eiferern aneinander. Aber das liegt wohl in der Natur der Sache. Wer sonst würde das Geheimnis der Unsterblichkeit lüften wollen? Seine Männer sprachen von einem Gefangenen mit Informationen. Könnte das einer der Einheimischen sein? Und wenn ja, was weiß er? Trinity wird nicht freundlich nachfragen. Vielleicht finde ich ihn. Finde heraus, was er weiß. Das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen, könnte nützlich sein. Okay. So, was haben wir jetzt hier? Kämpfer, würde ich mal gucken. Erheblich weniger Schaden durch Explosion und Feuer oder Ausweichkonter. Ich würde weniger Schaden nehmen wollen. Wann schalte ich das frei? Fähigkeit, Ausweichkonter. Ah, okay, das schalte ich mit Ausweichkonter frei. Ein weiteren Fähigkeiten einer Kategorie meistern, um den nächsten Fähigkeitenrang. Ah, okay, also das oder das freischalten. Dann wir hier auf die Stufe kommen und das hier 12 weitere. Geht draußen ein bisschen laut bei mir. Ich hoffe, man hört das nicht. So, Inventar. Habe ich auch Upgrades verfügbar. Das hier könnt ihr jetzt machen. Pistolenmunitionsbeutel. Und Waffenupgrades. Komm, machen wir das einmal. Giftausbüchse. Mondschatten. Der gefällt mir irgendwie mehr. Vom Aussehen her, aber von den Stats. Doch, ich würde lieber den hier nehmen. Den Mondschatten. Schade. Hasen habe ich nicht erwischt. Nein, das wollte ich nicht. So. Ein Rosenkranz. Ich bevorzuge die klassischen Holzperlen. Das hier ist zu modern. Diese Perlen sind stark abgenutzt. Sie sind nahezu blank. So. Oh, das haben wir voll. Okay. So, dann gehen wir mal hier hoch. Ich kann so nicht rein, ohne gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben. Ich glaube, hier den Bereich, den Abschnitt haben wir fertig. Jetzt kommt der große Bereich hier. Wo wir dann das ganze Zeug hier finden müssen. Inventar haben wir auch eigentlich gut voll. 52 Münzen haben wir, okay. Okay, da unten ist schon jemand. Zwei. Nicht schießen. Ich bin kein Feind. Gut, ich möchte aber gerne looten. Wenn du mir gestattest. Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen Sie mir und ich sage den anderen, dass man ihnen trauen kann. Ja, komm. Ich werde nach ihnen Ausschau halten. Gut, wir haben nicht viel Zeit. Annehmen, wir nehmen alles mit. Oh, hier haben wir wieder ein Lager. Und was haben wir hier?
Fehlende Ausrüstung. Okay, Ausrüstung müssen wir finden. Fehlt uns einiges. Ich habe die gegnerischen Truppen infiltriert und erfahren, dass sie auf die Ressourcen des Berges aus sind. Sie scheinen das von uns gehütete Geheimnis nicht zu kennen. Die Eisenstraße wird von Gefangenen gebaut, von Sklaven der Roten Armee. Auf der Eisenstraße verkehren riesige Maschinen, die noch mehr Sklaven, Nahrung und Material für den Bau einer kleinen Stadt heranschaffen. Ich muss zu meinem Volk zurückkehren, damit wir unseren Angriff planen können. Wenn wir ihnen schwer zusetzen, bevor sie den Berg erreichen, geben sie vielleicht auf und ziehen sich zurück. Okay, oh, Muni! 16 Schuss, okay. So, ich versuch mal hier, also, da war eine ganz normale Treppe. Nein, ich will hier hoch. Lara, hoch. Das wollen wir mitnehmen. So, das nehmen wir mit. Das hier nehmen wir mit. Okay. Und so. Jetzt einmal schauen, können wir hier was erkennen? Also hier gibt's Hirsche, Wölfe, Hirsche. Kommunikationsausfall. Mal gucken, ob wir das schaffen. Also ich gehe mal von aus. Aber ob wir das auch schaffen, lautlos hinzukriegen. Wir waren Narren. Leichtsinnige, arrogante Narren. Wir dachten, wir könnten sie aufhalten. Aber die Rote Armee ist in der Überzahl. Ihre Waffen sind besser und sie greifen unentwegt an. Viele von uns, einschließlich mir, wurden gefangen und zur Arbeit in den Minen unseres eigenen Berges gezwungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unser Geheimnis entdecken. Wenn dies geschieht, müssen wir bereit sein. Wann ich Pause mache, wegen, weil du mich anrufen willst, ich kann in ungefähr 20 Minuten nochmal eine Pause machen oder so, wenn das in Ordnung ist. Wenn die Zuschauer oder die, die gerade lurken, am Lurken sind oder so, nichts dagegen haben. Optionales Herausforderungsgrab. Haben wir hier wieder irgendwo? Da, okay. Jetzt ist die Frage, was haben wir hier? Kommunikationsrepeater. Trinity muss die installiert haben. So, 1 von 5 haben wir. Ich habe so das Gefühl, hier sind Leute irgendwie, irgendwo. Komm ich da rein? Da gibt es Outfits. Vielleicht gibt es da bessere Rüstung oder sowas. Okay, sie hat sofort die Waffe hier rausgezogen. Oh! Hier sind Wölfe.
Deswegen die krasse Musik auch gerade. Ja gut, also... So, was ist mit dem jetzt? Den haben wir. Da kommt schon der nächste. So, Federn wieder. Hier sind noch mehr Federn. Ich hoffe, das kriegen wir auf. Ja, das kriegen wir auf. Compoundbogen. So, komm ich hier hoch? Ja. Hier haben wir auch noch mal was. Was haben wir hier? Ein Familienfoto. Russland, späte 1950er Jahre. Vielleicht war einer von ihnen hier gefangen. Hier steht etwas geschrieben. Erinnere dich. Da sind noch mehr Wölfe. Müssen mehr Informationen aus dem Gefangenen quetschen. Wenn Konstantin es selbst tun muss, wird er nicht erfreut sein. Wir erhöhen den Druck, aber er besitzt eindeutig schon Erfahrung mit Verhörtechniken. Wir glauben, er ist der Anführer der Verbliebenen. Er muss von der göttlichen Quelle wissen. Findet seinen Schwachpunkt. Seid kreativ. Dieser Gefangene. Vielleicht finde ich ihn ja. So, ich habe da aber etwas leuchten gesehen. Ja. Komm. Hier. Du hast allen voran den Stern des Fortschritts entzündet. Es rühmt die Kosmonauten. So, wie sieht es mit den Wölfen da unten aus? Die müssten jetzt eigentlich weg sein, ne? Fürs Erste. Die haben hier aber auch ordentlich was erlegt. So, was, wenn wir da jetzt reingehen? Jo. So, wo sind die hin? Müssten mehr gewesen sein, eigentlich. Achso, den habe ich schon erlegt. Aber einer müsste dann hier noch sein, irgendwo. Karte aktualisiert. Okay,
Okay, Pilze haben wir voll. Aber wo ist der Wolf hin? Hier fehlt doch noch einer. Oder ist der geflohen jetzt? Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Okay, der ist unter mir irgendwo. Ja gut, den werde ich dann so einfach nicht finden. Da haben wir noch ein Relikt. Ja, den hier weg. Dann machen wir den. Ist wahrscheinlich da oben. Waren das noch mehr Wölfe, die da am Jaulen waren? Oder ist das nur irgendwie irgendwas, das durch den Wind kommt? Okay, ich höre Stimmen. So. Ich glaube, da komme ich nicht dran. So, aber wo ist... Wo sollen dann hier die Münze sein? Wieso kann ich jetzt keinen Wegweiser setzen? Da haben wir den nächsten. Den kriegen wir definitiv noch. Der ist leicht. Zumindest leicht erreichbar sieht das aus. Und hier sind Wölfe. Ich höre zumindest Wölfe. Autsch. Noch ein Grab gefunden. Trinity will an die Quelle. Ich muss rausfinden, was sie wissen. Guten Abend, Oldcoin. Ich bin schon fast beim Eisdrachen, wie du siehst. Das stimmt. Ich muss aber noch ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln, damit wir den auch noch fertig machen können. Und mit dem vorher noch reden. So, jetzt ist aber die Frage, wegen der Münze hier, ich kann da kein Wegweiser hinsetzen. Ach, das ist eine Herausforderung. 1 von 5 Höhlen erforscht. Hier habe ich ein Relikt vergessen. Nein, da komme ich nicht mehr zurück. Da haben wir noch eine Truhe. Und hier noch ein Herausforderungsgrab. Stimmt, das Auge müssen wir auch noch aufladen. Das heißt, dann muss ich gleich nochmal zurück.
Rosender Wolf. Wegen der Kampfmusik? Warum guckt die so komisch? Das war jetzt ein bisschen doof. So, Muni nehmen wir auch noch mal mit. So, und das Lager könnten wir rein theoretisch. Das Grab, weiß nicht, wo das sein soll. Wenn wir hier hingehen, glaube ich, machen wir mit der Story, Hauptstory weiter. Die Höhle haben wir noch nicht erforscht. Oder warte mal, ich... Komm, wir gehen mal zu der Höhle. Da ist ein Jaguar drin, oder ein Puma oder so. So, jetzt sind sie tot, okay. Okay, wo sind hier die Wölfe? Ich glaube, das ist das Herausforderungsgrab. Und hier haben wir nochmal Erz. Erstmal das magische Erz hier abbauen. Ich glaube, das kann ich irgendwie nicht machen, noch nicht. Das bekomme ich noch nicht runter. So, gibt's hier oben was? Verkletterbare Wände. Da vorne haben wir aber noch so ein Ding. Ach, guck mal, wie viele Eichhörnchen hier sind. So, komme ich da hin? Ja. Ah, okay, da sind wir voll. So, komme ich hier hoch? Nein! Mist. Egal. Da wollte ich hin. Wie nun 960p. Ich habe nichts umgestellt. Ist die Qualität so niedrig heute oder wie? Ich habe bei OBS nichts umgestellt, damit es so eine Qualität gibt.
Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Vielleicht einfach irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Um das dann irgendwie zu schauen, so müsste ich eigentlich jetzt einmal offline gehen. Vielleicht gibt es einen Weg zum alten Gefängnis. Warte mal, muss ich da durch? Ne, das ist die nächste Höhle. Ja, dann würde ich vielleicht... Ich würde einmal kurz gucken. Nicole wollte auch noch eben kurz anrufen, mit mir quatschen. Dann würde ich jetzt eben eine etwas längere Pause machen. Und nochmal schauen, ob das irgendwie an mir liegt oder OBS oder so. Denn ich weiß nicht. Komplexes Aufziehspielzeug, gefertigt aus Metallteilen und Überbleibseln aus dem Gulag. Es muss lange gedauert haben, die Teile zu sammeln. So, dann würde ich jetzt einen kleinen Break machen.